Wieso sind denn jetzt hier keine Bauarbeiter mehr? Bleibt die Straße hier etwa nach dem Glasfaserausbau so? Diese Frage bekommen wir in der Tat häufiger gestellt. Und deswegen erklären wir euch heute, wie der Glasfaserausbau vor eurer Haustür läuft, wenn die Glasfasern in der Straße oder dem Gehweg verlegt werden. Wenn die Deutsche Telekom FTTH, also Glasfaser, bis in die Häuser ausbaut, öffnen im ersten Schritt die Tiefbauunternehmen, welche im Auftrag der Telekom die Glasfaser verlegen, die Straße oder den Gehweg. Hier wird dann ein sogenannter Leerrohrverbund eingebracht. Sobald diese orangenen Leerrohre drin sind, wird der Graben dann häufig mit Sand zum Schutz der Rohre und dann mit grobem Schotter wieder gefüllt und mit einer ersten Asphaltdeckschicht verdichtet. Jan, du bist Projektleiter Glasfaserausbau bei der Deutschen Telekom. Warum wird so ein Gebiet hier oder so ein Ausbaustück jetzt nicht direkt verschlossen? In unserem Ausbau unterscheiden wir immer zwischen den Oberflächen, ob wir eine Asphaltoberfläche vorfinden oder eben Pflasterplatten. Bei Pflasterplatten ist es meistens so, dass nachdem der Graben hergestellt wurde, wir haben unser Rohr reingelegt, wird der Graben wieder verfüllt. Dann haben wir eine Splittbettung zum Beispiel, die wir wieder herstellen, damit das Pflaster sofort danach wieder verlegt, eingerüttelt, dass die Oberfläche nach in einem fast sauberen Zustand wieder ist. Bei der Pflasterverlegung oder unterhalb des Pflasters hast du erklärt, es geht relativ schnell, dass die Oberflächen wiederhergestellt werden, immer an einem Tag? Grundsätzlich ja, bei unserer Regelbauweise oder bei unseren Tagesbaustellen, die wir ja beim Glasfaserausbau haben, werden sich mal 100 Meter am Tag geöffnet und wieder geschlossen. Es kann mal vorkommen, dass wir einzelne Abschnitte aufgrund von fehlendem Ersatzmaterial am Pflaster zum Beispiel noch offen lassen müssen. Dann werden die 2-3 Tage vielleicht mal abgesperrt, vielleicht dauert es auch mal was länger, es kommt immer auf den Einzelfall an. Aber im Grundsatz haben wir die Bereiche, den Gehweg mit Pflaster, ist am selben Abend wiederhergestellt, ist komplett verschlossen, ist wieder für den Fußgänger begehbar, also ist freigegeben von unserer Seite aus und haben meistens auch vielleicht mal ein kleines Kopfloch offen, wo dann eben die Kolonne am nächsten Tag wieder weiterarbeitet. Beim Asphalt sieht das Ganze anders aus. Bei Asphalt haben wir das Thema, dass Asphalt aus zwei Schichten besteht, der Tragschicht und der Feinschicht. Im Regelausbau bei uns haben wir eben den Graben, wenn wir den wiederherstellen, wird zuerst nur diese Asphalttragschicht wiederhergestellt und die Feinschicht erst ein paar Tage, ein paar Wochen später, das kommt immer auf die Situation an. Und warum diese Zeitverzögerung da drin bei dem Ausbau mit der Asphaltschicht? Unsere Tiefbauer haben verschiedene Kolonnen, das heißt, ich habe eine Kolonne, die macht den Graben, die stellt den Graben her, baut diese Tragschicht wieder ein. Dafür brauchen die Kolonnen andere Qualifikationen, als wenn jetzt zum Beispiel die Feinschichtkolonne kommt. Ja, die müssen nochmal nachschneiden, die müssen sauberer arbeiten, weil wir natürlich am Ende das gleichwertiges Bild wie vorher einen Straßenkörper herstellen wollen, sind da eben andere Kolonnen unterwegs, weil wir einen schönen Straßenkörper haben und nicht Hochflächen. Ne? Das muss ja ein sauberes Bild am Ende sein. Das möchte auch natürlich die Kommune, die Gemeinde von uns und natürlich der Anwohner auch. So, da haben wir eben andere Kolonnen. Die brauchen natürlich ein bisschen Vorlauf. Die brauchen Menge, die vorproduziert ist, damit die auch sauber durcharbeiten können. Deswegen haben wir meistens, dass sie halt mehrere hundert Meter ansammeln, dass so eine Kolonne auch eine Woche lang im selben Ort und im selben Straßenzug zum Beispiel auch durcharbeiten kann, um es einmal vollständig wiederherzustellen. Die haben wirklich Container nochmal extra, Thermocontainer, wo der Asphalt eben mit transportiert wird, damit er eben auch über die lange Einbauzeit wirklich heiß bleibt. Diese Kolonne muss erstmal die Arbeiten der Kolonne davor auch nacharbeiten, dass eben auch die ganzen Engstellen, Aneckungen und so weiter werden nachgestellt, es wird sauber nachgearbeitet. Jetzt die Fläche muss sauber gemacht werden und danach wird erst die Feindecke, sage ich mal, auf die Tragschicht aufgebracht. Das heißt, das ist ein Prozess, der geht auch über einen ganzen Tag. Deswegen muss halt eben vor allem da diese Kolonne diesen Thermocontainer haben für die Feinschicht, um diesen über den ganzen Tag auch heiß zu halten. Weil wenn man morgens um 8 den Asphalt holt mit 200 Grad Temperatur, dann hat natürlich nachmittags um 3 Uhr, hätte der ohne diesen Thermocontainer, der beheizt ist, die Temperatur verloren und wäre nicht mehr einbaufähig. Ein sofortiges Verfüllen jeder kleinen Baumaßnahme mit Asphalt ist also weder wirtschaftlich noch logistisch machbar. Man kann nicht für jeden Quadratmeter Fahrbahnoberfläche einen LKW mit Teer aus dem eventuell weiter entfernten Teerwerk anfahren lassen. Hier sammeln wir also erst einmal in mehreren Straßen die Baustellen. Also ein weiterer Vorteil für uns, wenn wir eben diese Asphaltfeinschicht von 3-4 cm noch nicht eingebaut haben, ist, dass im weiteren Prozess, wenn eben der Tiefbau erledigt ist, kommen eben andere Trupps, die dann das Glasfaserkabel, unser Leerrohr, ja bis zum Kunden, bis ins Haus einblasen. In dem Prozess kann es leider immer wieder zu irgendwelchen Fehlern kommen. Das heißt, wir haben nochmal Stellen, wo wir nochmal unseren Graben erneut öffnen müssen, um da eben zu schauen, was ist der Fehler, um es zu reparieren, damit wir auf den Kunden anschließen können. Und dabei eben natürlich ist es von Vorteil, wenn wir diese Tragschicht erst drin haben, weil man dann diese weitere Öffnung von uns, weitere Aufgrabung im späteren Oberflächenbild nicht erkennt. Wenn wir jetzt schon die Asphaltfeinschicht eingebaut hätten, hätten eben das Bild geschaffen, müssten wir dort wieder eingreifen und sehen dann natürlich dann am Ende ein Flicken in ein Flicken. Das sehen wir nicht gerne, sieht die Gemeinde nicht gerne, der Anwohner auch nicht. Und deswegen ist da eben
für uns auch der gewisse Vorteil dabei. Der Anspruch der Telekom ist es dabei jedoch, dass die Baustellen durch die Tiefbauunternehmen ordentlich und gemäß aller gültigen Regelungen abgesichert werden und der Einfluss auf den Verkehr minimal gehalten wird. Nachdem dann also die Glasfasern durch die orangenen Leerrohre von den grauen Kästen am Straßenrand in die Haushalte gebracht wurden und die Funktion der Glasfasern geprüft ist, wird die Fahrbahnoberfläche endgültig mit Asphalt verschlossen. Das alles zusammengefasst, die Herausforderungen, die Unterschiede, die verschiedenen Schritte, die der Glasfaserausbau hier im Straßenkörper hat. Wo unterscheidet sich das Ganze jetzt zu einem klassischen Tiefbau, wenn zum Beispiel Wasserrohre verlegt werden oder Strominfrastruktur gelegt wird? Wenn wir zum Beispiel Kanalbaumaßnahmen haben oder Stromtrassen werden verlegt, das sind meist Baustellen, wo Straßenabschnitte von 100, 200 Metern werden dort monatelang gesperrt. Sind natürlich auch ganz andere Gerätschaften, ganz andere Arbeiten, die dort notwendig sind. Bei uns am Glasfaserausbau legen wir das Leerrohr rein, verschließen am selben Tag wieder und sind dann am nächsten Tag 50 Meter weiter und ziehen eben schnell durch so eine Gemeinde durch. Das ist halt bei uns der Vorteil, dass wir eben nicht Monate und Wochen lang eine ganze Straße gesperrt haben, um eben so eine riesen Baumaßnahme durchzuführen, sodass wir eben auch mit dieser Geschwindigkeit, die wir dahinter haben, so viele Glasfaseranschlüsse auch ausbauen können pro Jahr. Während der Bauarbeiten führt die Telekom stichprobenartige Prüfungen der Baustellen durch. Zum Abschluss gibt es dann noch eine gemeinsame Begehung mit dem Tiefbauer, der Telekom und der Stadt. Und erst nach dieser finalen Abnahme gilt der Ausbau für uns vor Ort als abgeschlossen. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, ab damit unten in die Kommentare. Ansonsten aktiviert gerne die Glocke, um nichts rund um das Thema Mobilfunk- und Festnetzausbau bei der Deutschen Telekom zu verpassen. Ein paar Videos haben wir euch hier schon verlinkt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.